Hallihallo, heute mal ein kleines, schnelles Video. Update zu Ubuntu 12.04 LTS. Ich habe mal geschaut, ob der Cube geht und so weiter. Die ganzen Effekte funktionieren. Update deshalb, weil es bei uns im Moment verdammt kalt ist und wir vielleicht einen Desktop wollen, bei dem es mal ein bisschen brennt, wobei wir unsere Compis-Effekte haben. Dann wäre es doch schön, wenn wir das auch unter Ubuntu 12.04 könnten. Können wir. Habe ich probiert, funktioniert prima. Hier meine Compis-Einstellung findet ihr unter Einstellung. Ich mache mir mit Shift-Windows-C das mal aus. Mit Shift-Windows und Mausklick könnt ihr das Firepaint aktivieren, sobald die entsprechenden Plugins installiert sind. Ihr könnt die einfach importieren von dem Link, den ich euch im Video zeige. Ihr solltet vorher aber die Standardeinstellung exportieren, denn das ist hier hochexperimentell. Die automatische Plugin-Sortierung habe ich hier abgeschaltet. Und wenn ihr das Video mal an dieser Stelle anhaltet, seht ihr, was ich hier im Moment für Plugins drin habe. Zuletzt verwendet FirePaint, um zum Beispiel den Feuereffekt zu bringen in diesem Video. Das ist FirePaint hier. Gut, Animation Add-on haben wir auch für brennende Fenster und so weiter. Wie gesagt, sollte dann auch bei euch gehen, sofern ihr Ubuntu 12.04 verwendet. Schwupp. Gut, wie gesagt, getestet, funktioniert. Und damit wir nicht länger im Schnee stehen, stattdessen ein schönes, wohliges, warmes Wochenende verbringen können. Aktuell bei mir so um die minus 8 Grad. Draußen im Wohnzimmer nicht viel wärmer, doch ein Hauch schon. Zumindest wird's auf dem Desktop dann schön warm. Können wir diese Effekte verwenden? Gut, entsprechende Videos habe ich schon gemacht. Ich verweise darauf. Brauche ich hier nicht nochmal erklären. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.